Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute was für den Winter, yeah! Und für den Sommer natürlich auch, denn im Sommer möchte man ja zum Beispiel, dass auch die Temperatur an kalten Tagen geregelt wird. Hier kommt der Inkbird IRC, da, haha, RW1, also IRC-RW1 WLAN-Heizkörper-Thermostat. Dieses Set hier ist ein digitales Smart Device für unser Heizkörper. Der Heizkörper selber wird mit Wasser durchflutet. Keine Angst, da ist kein Öl drin, auch kein Gas. Da ist Wasser drin. Dieses Wasser erwärmt die Umgebungsluft und dadurch natürlich auch die Temperatur in unserem Raum. Um dies zu regeln, sprich die Temperatur des Raumes auf angenehme 21 Grad zu heben bzw. Noch wärmer hoch zu pushen, gibt es Thermostate, die an jedem Heizkörper verbaut sind. Und diese sind verschraubt, sie sind wieder entfernbar, ohne dass dort eine Fontäne an Wasser rausspritzt. Okay? Und da kommt dieses Spielchen hier an den Start. Inkbird hat nämlich ein Radiator-Thermostat wie Skatwai gemacht. Das bedeutet, wir haben ein Thermostat, was digital funktioniert, welches wir mit unserem Wi-Fi-Netz kombinieren können. Sprich, es wird sich unser Wi-Fi-Netz einwählen mit der Hilfe einer App beim Einrichten. Und danach können wir über App Steuerung und über das Gateway. Gateway bedeutet, wir haben so einen extra kleinen Bildschirm und den können wir dann auch als Fernsteuerung benutzen und oder, also wir können auch am Thermostat selber die Temperatureinstellungen und Einstellungen verändern. Das heißt also, wir haben drei Möglichkeiten der Temperaturjustierung oder sogar vier, wenn wir die Heizung dazu setzen. Ne? Also wir können erstmal das am Thermostat selber digital regeln, wir können es dann am Gateway digital regeln und wir können es als drittes dann mit unserer App regeln. Diese App muss aber nicht in eurem Wi-Fi sein, sondern wir können das sogar über das Internet. Sprich, die App macht eine Verbindung mit eurem Wi-Fi zu Hause und kann dann eure Temperatur regeln. Ihr könnt auch Routinen einrichten, Nachtabsenkungen, Tagspitzen etc. Das heißt, also ihr könnt einstellen, wenn ihr abends nach Hause kommt, soll es schön warm sein, nachts soll es kälter werden als Beispiel. Wir haben damit also hier das volle Programm am Start. Ne? 11 Zeitperioden oder Temperaturregelungen für Wohnzimmer, Badezimmer, Babyzimmer, im Prinzip überall. Wir können den Heizkörperthermostat jederzeit und überall frei fernsteuern und auf unserem Smartphone auch dies überwachen. Dieses mit Hochpräzisionssensoren ausgestattete Heizkörperthermostat kann die Temperatur innerhalb des gewünschten Temperaturbereichs genau erfassen und auch regeln. Der Temperaturregelbereich liegt zwischen 0 Grad Celsius und 35 Grad Celsius. Und es unterstützt die 5-Perioden-Temperaturregelung. So können wir die verschiedenen Temperaturen ganz einfach zu unterschiedlichsten Zeiten einstellen und so effizienter und energiesparender arbeiten und haushalten. Es unterstützt außerdem den Frostschutz, den Kalkschutz und den Urlaubsmodus. Wenn die Temperatur des voreingestellten sicheren Bereiches überschreiten sollte, gibt es dann eine Info an den Gateway, der dann Alarm schlägt und unsere App wird uns eine Benachrichtigung zuteil lassen können, wenn wir das wollen, um uns daran zu erinnern. Der digitale LCD-Bildschirm des Steuerventils kann um 180 Grad nach oben und unten geklappt werden. So ist es sehr bequem für uns, die Temperatur an jedem Montageort ablesen zu können. Also sehr sinnvoll, um Energie zu sparen, der Umwelt was Gutes zu tun und natürlich unserem Geldbeutel was zu ballern. Yep, yep, yeah. Wir schalten zum Beispiel auf dem Heimweg aus der Ferne unsere Heizung ein. Also diese Heizung, die damit verbunden ist, sprich der Heizkörper. Und dann spüren wir die angenehme Wärme, wenn wir nach Hause gekommen sollten. Ist das nicht toll? Natürlich. So, hier ist es vor uns. Inkbird hier hat das wirklich sehr schön designt, wie ihr schon seht, von außen verpackungstechnisch. Wir sind ja hier in einem erhöhten Preissegment schon unterwegs. Also es ist jetzt
schon ganz gut, ne, knackig kalkuliert. Denn wir haben Gateway, wir haben Wi-Fi-Steuerung und wir haben den, den besagten Thermostat, Digital-Thermostat hier im Paket drin. Also das ist das Starter Pack, was natürlich auch erweitert werden kann. So, wir schauen rein, was hier abgeht. Instruction Manuale. Gibt es hier QR-Code, aber ich meine, es reicht auch, wenn ihr das hier anschaut, denn es ist wirklich relativ simpel. Ne? Also hier haben wir eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen. Nee, doch nicht, in Englisch. In englischer Sprache, ich blätter mal ein bisschen durch. Genau, in englischer Sprache. Ist ja nicht schlimm. Ihr habt ja mich. Hier sehen wir, was alles drin ist. Alles drin und dran. Das Einzige, was wir brauchen, ist und bleibt ein Heizkörper. Der Heizkörper hat unterschiedliche, manchmal unterschiedliche Ventilsysteme, okay, oder Thermostatsysteme. Es gibt nämlich große Firmen wie zum Beispiel Danfoss oder Heimeyer auf dem Markt. Es gibt auch noch andere, ne, die mir jetzt natürlich nicht einfallen. Und zum Beispiel bei Danfoss ist es so, dass wir das diesen Adapter hier benutzen sollten. Und den schrauben wir dann mit Hilfe von einer Mutti und einer Schraube an unseren Ventilschaft dran, um das kompatibel zu machen. Okay? Wenn ihr, also das wäre jetzt bei Danfoss als Beispiel, ne? Die haben ein leicht anderes System, das ist so ein Bajonettsystem, das heißt, da könnt ihr das nehmen, habe ich schon ein Video von gemacht, könnt ihr euch angucken, wie das geht, wie so ein Bajonett wird das reingedreht und dann läuft es. Wenn ihr zu Hause aber, hier ist zum Beispiel auch zum Aufladen oder zum Stromversorgung ein USB-A zu USB-C-Kabel dabei, wenn ihr aber die hier habt, und das haben die meisten, das sind Heimeyer-Systeme, die funktionieren mit einer Überwurfmutti hier. Da passt dieses Gerät direkt dran. Das heißt, den hier abschrauben. Das heißt, ihr geht hin, schraubt einfach diese. Also erstmal stellt ihr auf 5. Ne? Dann, das bedeutet nämlich, dass hier der Bolzen reingefahren ist ins Thermostat. Dann schraubt ihr raus. Habe ich auch schon ein Video gemacht. Ne? Dann könnt ihr es abziehen. Keine Angst, euch spritzt kein Wasser entgegen. Keine Gasfontäne kommt euch raus. Keine Ölplatscher draus. Alles cool. Und dann nehmt ihr den Kumpel hier einfach. Ne? Da ist genauso eine Überwurfmodi. Zack, drauf. Festdrehen. Ausrichten vorher noch, in welche, wo ihr gerne das Display haben wolltet. Und das war's schon. Ne? Dann, danach könnt ihr alles digital anlernen. So, und hier unten kommt dann der Stempel raus und rein. Und der drückt das Ventil, welches dann in eurem Heizkörper sich befindet, dann hinein und hinaus. Und hier oben haben wir dann die Möglichkeit abzulesen, die akute Temperatur, die Einstellungsmöglichkeiten, ob es mit dem Wi-Fi-Netz verbunden ist. Dann haben wir hier die Möglichkeiten, das zu erhöhen und zu erniedrigen, die Temperatur. Wir haben hier sogar, sehe ich gerade, auch noch Lautsprecher angebracht. Das heißt also, wir könnten auch Informationen bekommen. Hier drin sind 2 AA, also 1,5 Volt galvanische Zellen. Man sagt meistens aber im Volksmund Batterie dazu, die hier drin sind. Diese können oder sollten dann, wenn sie mal leer sind, natürlich auch gewechselt werden. Aber das ist normal. Das, irgendwie muss ja der Saft da hinkommen und kaum einer hat die ganze Heizung unter Spannung stehen, dass man es dort anschließen könnte, oder nicht? Wäre auch keine gute Idee, finde ich. Ne? Wenn da mal das Hündchen dann dran leckt oder so, oder das Kindchen, dann bzzz, keine gute Idee, so 230 Volt darauf zu jagen. Ne? Deshalb brauchen wir eine externe Energieversorgung und die kommt mit galvanischen Zellen zu uns, sprich Batterien. Gut, dann haben wir hier das Gateway. Das Gateway selber ist die Fernbedienungseinheit, die nicht über die App läuft, die aber natürlich auch sehr schön irgendwo hingestellt werden kann, wie ihr seht. Hier, zack, voll cool. Hat so einen schönen Fuß, das heißt, sieht sehr edel auch aus, designtechnisch genau so wie das Thermostat selber. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, dann Plus, Minus und Einstellmöglichkeiten. Hier, dieses Teil kann dann auch über Strom betrieben werden, sprich einfach über eine USB-Verbindung. Also ihr seht, es ist alles dabei, was wir brauchen. Das Einzige, was wir brauchen sollten, wäre dann natürlich unser Heizkörperchen. Und da habe ich ja in Schnellform gerade erklärt, wie man das macht. Und das ist wirklich recht simpel. Das bekommt ihr alle bestimmt hin. Und wenn nicht, guckt ihr mein Video und danach bekommt ihr es auch bestimmt hin. Alles dabei, was wir benötigen, um unsere normalen Heizkörper smart zu machen.
Und das geht hiermit sehr einfach, ne? Weil wir werden es dann einfach pairen mit der App und dann in unser Wi-Fi mit aufnehmen und dann können wir Einstellungen darüber tätigen. Das ist Inkbird IRC RW1 WLAN Heizkörperthermostat. Sollte zu fast allen auf dem Markt befindlichen oder gängigen Heizkörper Verschraubungen ohne großes Problemchen auch passen, weil Adapterstücke sind dabei und wenn ihr Heimeier habt, dann wird es so direkt funktionieren. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.